Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen Opel. Was ist das für ein Opel? Opel Astra H müsste das sein. Baujahr 2011. Speziell der Motorcode Z16XER oder auch A16XER. Benzinmotor. Und gibt es dazu noch was Wichtiges zu sagen? Wie viel kW hat er? Steht hier kW? Hier steht leider kein kW. Aber das ist, glaube ich, auch relativ egal. Wichtig ist der Motorcode. So, und Baujahr. Auf jeden Fall, heute geht es um diesen Motor, um dieses Auto, weil hier wird eine etwas längere Videoserie-Reihe passieren. Oder beziehungsweise es werden mehrere Videos, interessante Videos davon passieren. Ich erzähle euch mal, wie der Plan ist. Es gab schon einen Plan, der hat nicht geklappt, ist auch egal. Und den Plan werden wir jetzt nochmal richtig umsetzen. Der Motor hat extrem Ölverbrauch. Und wir haben entschieden, so wie er klappert, so wie er läuft, so viel wie viel er verbraucht, haben wir entschieden, es lohnt sich nicht, sehr wahrscheinlich nicht, den rauszuholen und den Stand zu setzen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass da ein anderer Motor reinkommt. Ein gut gebrauchter Motor kommt da rein. Bei dem Motor speziell gibt es zwei Unterschiede. Warum weiß ich das? Weil es ist ein sehr, sehr großer Krampf, den passenden Motor dafür zu bekommen. Warum? Weil es gibt zwei Varianten von dem gleichen Motorcode, beziehungsweise die zwei Motorcodes, die es dafür gibt. Da gibt es gleicher Motorcode, gibt es mit Ölkühler und ohne Ölkühler. Da ist ein großer Unterschied. Und deswegen kann man sich auch den falschen bestellen. Und dann muss man das Ganze wieder abwickeln. Deswegen, wenn ihr das Problem mit diesem Motor habt. So, also der Motor verbraucht locker 4 Liter Motoröl auf 100 Kilometer, wenn nicht sogar auf 50 Kilometer. Wir werden den auch gleich nur einmal starten und dann qualmt hier alles voll. Es qualmt hier jedes Mal bei dem alles voll. Danach, wenn er warm ist, qualmt er weniger. Er rasselt wie bescheuert. Und ich denke mal, der Kollege meinte auch, dass der schon länger Öl verbraucht. Und deswegen, ich glaube, dass der Motor dann bestimmt schon längst in den Fritten ist. Kolbenringe bestimmt durch, Hydrostößel hatten bestimmt öfters mal kein Öl gehabt. Und er hat auch noch die Nockenwellenverstellung per Öldruck. Ich denke mal, dass der bestimmt hinüber ist. Hier in dem Video könnt ihr euch einfach entspannt zurücklehnen, einfach zugucken. Der Motor kommt raus, da werdet ihr jetzt wenig was von mitsehen. Aber ich denke mal, wir werden den Motor mal zerlegen und uns mal angucken, was wir dort alle so sehen werden, weil der ist nachher eh zum Wegschmeißen. Aber ich wollte den dann mit euch zusammen aufmachen, damit ihr mal so in den Motor reingucken könnt, weil das ist jetzt nicht tagtäglich, dass man sowas macht. Zum Glück. So, und dann werden wir uns anhören, wie er klappert. Bloß, wir werden hier kaum atmen können. Ich lasse die Kamera dann einfach noch weiter ein bisschen laufen. Dann könnt ihr euch das Ganze mal ein bisschen anhören, weil ich will den jetzt ungern hier in der Halle laufen lassen. Lange laufen lassen oder mich hier lange aufhalten. Auf jeden Fall, wir starten ihn, ihr hört es euch an und dann werdet ihr schon quasi einmal kurz den Motorausbau sehen und dann zerlegen wir ihn. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt,
da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30. 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Achso, bevor wir ihn starten, ich habe jetzt vergessen, zu Ende zu erzählen. So, und wenn der neue oder gebrauchte Motor drin ist, dann möchte ich mit euch speziell, was ich eigentlich davor vorhatte, aber dadurch, dass er so viel Öl verbraucht hat, hat es wenig Sinn gemacht, dann wollen wir einmal Kompression messen, dann wollen wir die Motorspülung machen, messen dann wieder die Kompression, dann wollen wir ein Additiv reinknallen und messen wieder die Kompression. Natürlich mit Zeitabständen von 100 Kilometer fahren, 1000 Kilometer fahren, dann wieder 100 Kilometer fahren und so weiter. Also jeweils, so ist der Plan. Wie wir das umgesetzt bekommen, weiß ich noch nicht, aber das ist der Plan. Wir wollen mit dem gebrauchten Motor messen, Motorölwechsel machen, messen, Motorspülung rein, messen, Additive rein. Ihr kennt diese ganzen Additive für weniger Verbrauch, mehr Kompression, verschleißarm und alles Mögliche. Das wollen wir da reinmachen und dann damit fahren. Das ist der Plan. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir und Motor raus. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, der Motor ist draußen, der Motor ist ausgebaut und wir haben den Motorblock auch hier. Die Ursache können wir auch schon sehr gut sehen. In der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, habe ich das Ganze auch schon gepostet. Das ist von dem Opel-Motor, das war das Video, was vorher lief. Der Kopf ist leider schon ab, wir mussten den nämlich abgeben, denn wir haben ja einen gebrauchten Motor geholt, als Grundbasis, beziehungsweise wir wollten den 1:1 eigentlich reinsetzen, aber der war in einem nicht guten Zustand. Deswegen ist der Zylinderkopf dann abgegangen zur Motorinstandsetzung und der war nicht gut. Deswegen haben wir von hier den Zylinderkopf abgegeben und deswegen ist der jetzt ohne Zylinderkopf. Deswegen habe ich das Ganze schon mal aus Zeitgründen abgemacht. Aber die Ursache ist gefunden worden. Warum? Und zwar der Kolben ist geplatzt in der Mitte. Und ich denke mal, wir werden jetzt mit euch zusammen den Kolben mal rausholen und werden uns das Ganze mal so ein bisschen angucken. Interesse halber, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, holen wir den Kolben mal raus. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ich glaube, wir haben schon Motorblöcke angeguckt. Der Polo. Hier der im 1, 2, 3, 4. Vierter Zylinder, der ist hier einmal geknackt, geplatzt, gerissen, gebrochen, wie auch immer. Natürlich ist der Block dadurch auch im Arsch, weil der hat einseitig ziemlich viel weggeschrubbt. Gucken wir uns auch gleich einmal an. Er sitzt auch schief, hat quasi so einen Kolbenkipper. Wir müssen mal, vielleicht sehen wir genau die Ursache, warum der geplatzt ist. Und ja, so sieht das Ganze einmal aus. Ich zoome euch mal ran, damit ihr das einmal sehen könnt. Ich hoffe, das kann man sehen. Da in der Mitte. Geht einmal so ein Riss durch. Ja, wir müssen jetzt die Ölwanne einmal abmachen und dann drücken wir den Kolben mal nach oben raus, weil ich habe ihn schon versucht zu drehen, nach unten hin ging er nicht mehr. Braucht man viel mehr Power, was man jetzt auf die Kurbelwelle nicht ausüben kann. Aber bei einer Verbrennung geht er halt runter. Wir holen das Ganze mal raus.
Ja, Leute, und so sieht das Ganze dann einmal aus. Wie wir sehen, einmal krumm, Kolben gebrochen, Kompressionsringe alle platt. Einseitig natürlich gescheuert. Das verstehe ich noch nicht. Das kann jetzt nicht von mir gekommen. Ach so, hier ist ja, ja, okay. Ist ja gebrochen und wahrscheinlich ist hier was zwischengekommen dann. Der Kolben hat sich einmal komplett zerlegt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum. Und ich zeige euch einmal, was bei der Verbrennung quasi passiert. So, das Ganze dreht sich und die Kolben gehen halt hoch und runter. Ja, und das passiert halt die ganze Zeit. So, dann ziehen wir jetzt mal einen Kolben. Ja, und so sieht dann quasi ein gesunder Kolben aus, seht ihr? Richtig schön gerade, stabil. Und Ringe. Die Ventile sind in Ordnung gewesen. Die Ventile, also es ist jetzt nicht so, dass Zahnriemen gerissen ist und die Ventile deswegen schuld sind. Das nicht. Ihr könnt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich Lager, das ist alles durch, weil der ist dann mit so viel Spänen gelaufen, der ist ohne Öl gelaufen, der ist komplett platt, der Block. Achso, wäre natürlich interessant zu zeigen, wie einer Heiler aussieht. Ein Heilerkolben ist komplett, ich kann ja mal einen ziehen, dann haben wir einmal den Vergleich für die, die, sage ich mal, jetzt sich weniger mit den Autos auskennen. Ich erkläre das Ganze mal. Also, zur Erklärung, das hier ist der Block. Und hier oben drauf sitzt der Zylinderkopf. Das Ganze ist mit einem Zahnriemen verbunden. Und die Kolben und die Ventile müssen halt perfekt miteinander spielen und perfekt zueinander eingestellt sein, damit, wenn der Kolben hochkommt, die Ventile dementsprechend auf oder zu sind, damit halt nicht Kolben auf die Ventile trifft. In dem Fall ist das nicht passiert, weil die Ventile sind alle in Ordnung. Die Ventile, den Kopf haben wir auch abgegeben, dass der einmal sauber gemacht wird, instand gesetzt wird, Ventile eingeschliffen, Führungsbolzen, Sitze, dass das alles perfekt ist. Damit können wir jetzt weniger was anfangen, weil es ist ziemlich teuer, den zu honen, zu schleifen, Kolben neu rein. Es ist eventuell günstiger, einen vernünftigen, zu gut gebrauchten, sage ich jetzt mal, zu holen. Wir sind hier jetzt nicht im Rennsport, sage ich jetzt mal. Und der ist halt hier jetzt einseitig auch ziemlich durch. Machen wir auch gleich mal ein paar Bilder. So, und hier drinnen, das ist quasi der Verbrennungsraum. Hier passiert das Ganze. Ja, der Kolbenpleuel ist auch einmal gegen die Zylinderwand gekommen. Das hier ist der Verbrennungsraum und hier passiert halt die komplette Verbrennung, sodass der Kolben halt wieder runterkommt und wieder hochkommt, sich hin und her bewegt. Das hier ist quasi der Block. Hier ist die Ölwanne, Zylinderkopf, Ventildeckel. So ist das Grundprinzip von dem Kollegen. So, und aus irgendeinem Grund ist hier in dem Verbrennungsraum irgendwas reingekommen. Aber wäre irgendwas reingekommen, würde er ja quasi auch die Ventile zerstören. Ist in dem Fall nichts. Es ist einfach, dass der Kolben flöten gegangen ist. Schreibt es bitte alles unten in die Kommentare. Wir holen jetzt mal einen Kolben raus, damit ihr einmal so einen Vergleich habt, wie das Ganze in Ordnung aussieht. Ihr könnt sehr gerne irgendeinen Motorinstandsetzer markieren oder ihm schicken. Vielleicht reagiert da einer drauf. Ich bin gespannt. Schreibt bitte alles unten in die Kommentare, warum ihr denkt, dass der Kolben so aussieht. Und die Lagerschalen sehen natürlich auch dementsprechend aus. Ist klar, der ist richtig lange, hat übelst viel Öl gefressen. Und das ist halt natürlich alles einmal platt. Ja, Leute, und so kann das Ganze aussehen. Ja, nicht schön, aber ist auch mal vorhanden, solche Probleme. Deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare, warum ihr denkt, dass der Kolben so aussieht oder was der Grund ist für diesen Motorschaden. Ja. Und ja, wie gesagt, dadurch hat er auch natürlich sehr, sehr viel Öl gefressen. Ja. Und alles Weitere folgt, wie wir den Motor, wie wir den anderen Motor instand setzen, beziehungsweise ja, was wir da so alles machen.
werden wir jetzt, glaube ich, nicht viel zeigen können, aber so grundlegende Sachen, Zahnriemen, mal gucken, was wir davon zeigen und was nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, den einen oder anderen interessiert es, weil manche denken sich vielleicht, ach, ist ja nur eine Kleinigkeit, warum das so qualmt, oder ist vielleicht der Turbo, obwohl er keinen hat. Es kann auch manchmal so aussehen, warum ein Motor qualmt, weil Kolben geplatzt ist. Ja, schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!